Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wieder als Jake Park. Wir spielen ja schon jetzt öfter mit ihm. Und ich denke auch, wir werden immer besser, je öfter wir es versuchen. Und wir haben unten ein neues Perk auch ausgerüstet. Vorwarnung heißt das. Und es erlaubt uns, in einem Kegel vor uns oder in unserer Sicht den Killer wahrzunehmen, wenn er in einem gewissen Abstand zu uns sich befindet. Und damit versuchen wir dann dem Killer so ein bisschen auszuweichen. Haben wir schon öfter mit Claudette gemacht. Und jetzt haben wir hier erstmal einen Haken sabotiert. Der Killer bekommt jetzt hier auch gerade eine kurze Mitteilung, dass hier halt etwas passiert ist. Aber wir hoffen einfach mal, dass er jetzt da unten den anderen verfolgt, den er gerade auch verletzt hat. Und dass wir jetzt nicht hier wirklich attackiert werden und die Zeit haben, vielleicht ein bisschen von einem Generator zu machen. Okay, dann haben wir vielleicht hier auch mal die Chance, etwas zu ernten von diesem Nektar. Ist ja auch gut, weil immer noch das Halloween-Event dran ist. Und unser Freund wurde auch schon abgehangen, das ist schon mal sehr gut. Wir wissen immer noch nicht, gegen welchen Killer wir gekommen sind. Aber dieserjenige nähert sich uns oder war bei uns in der Nähe, während er noch einen anderen von uns erwischt hat. Aber wir sammeln hier mal fleißig Punkte. Alles, was nichts mit Retten und alles, was nichts mit Generatoren zu tun hat. Sind immerhin 600 Punkte, wenn man einen Totem zerstört. Hier bekommen wir auch die Chance, ein bisschen vom Generator noch zu machen. Oder ihn vermutlich sogar fertig zu machen. Damit haben wir auch den ersten Generator fertig gemacht. Also bislang läuft es sehr gut für uns. Wir wurden noch nicht einmal gesehen, wir haben den Killer noch nicht einmal gesehen und schaffen es die ganze Zeit, irgendwelche Punkte zu sammeln. Na, ganz hinten wurde er aufgehangen. Ist natürlich schon ordentlich weit weg. Hab so im Gefühl, dass es die Wraith, also der Geist ist. Ich meine, ich hätte nämlich gerade die Glocke gehört. Und da er jemanden anderen gerade runtergeschlagen hat, versuchen wir ihn in der Zwischenzeit mal zu retten. Natürlich kommt er uns zuvor. Schade. Das wären wichtige Punkte für uns gewesen. Vielleicht sollten wir hier nicht so offen übers Feld rennen. Ich weiß nicht genau, von wo jetzt diese Vorwarnung herkam. Also wo genau sich der Killer befindet. Aber ich versuche mal kurz noch versteckt zu bleiben, um jetzt dann wirklich loszusprinten und ihn jetzt vermutlich mal zu retten. Den gerade haben wir ja leider nicht retten können. Und wie ihr unten sehen könnt, Vorwarnung hat natürlich auch einen Cooldown, bis wir ihn wieder nutzen können. Aber diese Rettung ist unsere. Und sehr wahrscheinlich können wir sie auch heilen. Ja, komm, lass dich heilen. Sehr gut. Noch kein Fähigkeitscheck. Ah, da, komm da. Ich wollte gerade schon sagen, das wäre sehr komisch. Wie gesagt, den Killer haben wir immer noch nicht gesehen. Aber Freddy kann es schon mal nicht sein. Das Schwein kann es eigentlich schon mal nicht sein, weil sonst hätten wir das mittlerweile schon gesehen. Da ist jemand oben gerade an der Kiste dran, die wir vorhin schon gesehen haben. Da springt er auch runter. Ja, und da hinten, meine ich, habe ich auch wieder den Geist gesehen, dass er sich sichtbar gemacht hat. Also wird einer von uns verfolgt.
Naja, vielleicht schaffen wir es ja wirklich in der Zwischenzeit, hier diesen Generator auch noch zu zweit zu machen. Das ist ja schon eine weite Distanz, wo er gerade verfolgt wird. Ja, okay, da geht unser Freund schon mal hin. Ich glaube, Mac war das. Von daher sollten wir uns nicht zu große Gedanken darüber machen, ob sie gerettet wird. Das wird er schon übernehmen, denke ich mal. Oder sie. Wir machen lieber mal jetzt die Generatoren. Ja, ich frage mich gerade noch so ein bisschen, warum sie mittlerweile noch nicht gerettet wurde. Deswegen gehen wir auch selbst jetzt einmal gucken, was da los ist. Haben den Generator einmal angepackt, damit es so aussieht, als ob jemand daran gearbeitet hat und der Killer damit möglicherweise abgelenkt wird. Schade. Ich hätte ihn gerne mitgeheilt, um noch ein paar Punkte zu bekommen, aber wir scheinen dieses Spiel jedes Mal ein bisschen zu spät zu kommen. Da machen wir halt unsere eigenen Sachen. Mal ein bisschen neben dem Team herspielen. Wir sind gerade alle geheilt, haben nur noch zwei Generatoren zu machen. Also sieht erstmal sehr gut aus. Wobei sich das bald ändern kann, wenn wir jetzt irgendwie hier gefunden werden, wenn wir übers Feuerfeld wieder laufen. Aber es scheint so, als ob er gerade wieder jemand anderen verfolgt. Von daher machen wir uns einfach mal in diesen Generator ran und versuchen ihn zu lösen oder zu vervollständigen. Wie gesagt, wir haben noch nicht eine Verfolgung mit dem Geist gehabt und oh, das sieht sehr gut aus gerade. Aber wie ich mein Glück kenne, werden wir sehr wahrscheinlich gleich einmal aufgehangen und sterben dann am Haken direkt. Das wäre wieder sehr typisch. Aber der erste Überlebende von uns ist tot. Also der Killer wird jetzt auch schon einige Punkte gesammelt haben. Aber jetzt könnte man mit diesem Generator hier wirklich den letzten dann schon machen. Und es sieht auch sehr gut danach aus, dass wir es wirklich schaffen sollten. Ich meine, in der Hinsicht haben wir unseren Teamkameraden ja doch schon sehr geholfen, indem wir viele Sabotagemöglichkeiten genutzt haben und auch viele Generatoren eigentlich gemacht haben. Ah, da hinten verfolgt er auch jemanden. Oh, da werden wir das erste Mal verfolgt jetzt. Mal schauen, wie gut wir dann jetzt wieder auch runterkommen vom Haken, wie ich gerade sehe. Weil er hat uns wirklich erwischt. Schade. Ja, vielleicht können wir uns ja wirklich verstecken, während wir hier so rumliegen. Er interessiert sich auch nicht wirklich für uns. Ist ein kleiner Vorteil. Und wir sehen auch vor uns schon die Falltür. Das heißt, falls alle entkommen sollten, haben wir hier die Möglichkeit, direkt zu entkommen. Er könnte schon mittlerweile mal kommen und mich vielleicht aufheben, damit ich hier auch noch mal irgendwas tun kann fürs Team. Aber sie weicht ihm sehr gut aus.
Sie ist ihm wirklich extrem lange weggerannt. Da hat er auch keine Lust drauf und nimmt sie sich direkt. Aber wir haben uns hier hinten mal ganz tief in die Ecke versteckt und hoffen einfach, dass er uns hier nicht findet. Und irgendwann ein Überlebender kommt und uns das letzte Stückchen heilt. Ja, das ist natürlich ärgerlich, dass sie jetzt getunnelt wurde. Unser Teamkamerad soll einfach zu uns kommen und uns helfen. Bitte, das macht doch keinen Sinn. Hilf mir. Sie ist eh tot. Ja, komm. Ist zwar ein bisschen risky, weil der Geist vermutlich hier irgendwo in der Nähe ist, also der Killer. Aber ich hoffe einfach mal, dass er es schafft, rechtzeitig. Sehr gut. Mal kurz verstecken, bevor jetzt hier wirklich der Killer einfach ankommt und uns direkt entdeckt. Okay, er rennt nach da ganz hinten hin. Vielleicht ergreifen wir dann einfach mal hier die Chance und öffnen das Tor. Ist ja schon gut vorangeschritten. Und es ist wirklich offen, sehr gut. Das heißt, dass wir entkommen, ist sehr wahrscheinlich. Jetzt können wir auch die Falltür eigentlich nehmen, die hier hinten war. Gibt noch ein paar Bonuspunkte für uns. Und damit bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.